als Umar ibn al-Khattab in seiner Zeit, ich weiß nicht, ich denke, das war 16 nach Hijra, wallahu a'lam, als eine Dürrezeit war und die Leute geklaut haben, um zu überleben, und er das Gesetz außer Kraft gesetzt hat, dass ihnen die Hand abgehackt wird, war Umar dann auch ein Kafir? Antworte mir. Die Sache ist nicht so leicht, wie du denkst. Deswegen, das ist das, was die Khawarij sagen, wenn ein Führer nur mit einem Urteil, anders richtet, als das, was Allah herabgesandt hat, Kafir. Die Takfir. Und hier gibt es unter Ahlus Sunnah keinen Meinungsunterschied, liebe Geschwister. Ich will nochmal die Worte von Sheikh al-Islam wiederholen, rahimahullah ta'ala. Er sagte, das ist nicht nur für die Führer, ein jeder von uns, der dazu aufgerufen wird, zwischen zwei Leuten zu versöhnen, zwischen zwei Leuten einen Streit zu schlichten oder in anderer Weise tätig zu sein, sei er auch ein Kriegsherr, wie er gesagt hat, einer, der bestimmte Dinge vornimmt, oder sei es jemand, der nur Lehrer ist in der Schule, so ist dieser jemand, dem es obliegt, mit den Gesetzen Allah zu regieren. Und wenn sogar ein Lehrer, und das ist subhanallah, eine etwas überspitzte Form, damit auch jeder weiß, die Angelegenheit ist nicht nur für die Führer, wenn ein Lehrer zum Beispiel in einer Schule bei einer Prüfung zwei Kinder, die dasselbe Ergebnis haben, unterschiedlich behandelt, so hat er mit etwas anderem gerichtet außer Allah. Hast du das verstanden, ja, Takfiri? Das ist nicht nur für die Hukka. Das ist nicht nur für die Führer. Du hättest es so gerne, weil du deine verdorbene Seele, wo du jeden Tag das Übel machst und das Übel anstellst, du willst natürlich nicht angesprochen sein mit dieser Eier, aber du bist angesprochen und ich bin angesprochen. Und das ist keine Eier, die speziell für die Führer ist. Niemand von Ahlus Sunnah hat so etwas behauptet, liebe Geschwister. Ich will euch Beispiele geben. Einer kommt zum Beispiel und er schlägt sein Kind mit 8 Jahren, weil dieser nicht betet. Hat er mit den Gesetzen Allahs gerichtet? Antwort: Nein. Warum? Weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt uns in einer Überlieferung bei Abu Dawud, dass die Kinder mit 7 Jahren zum Gebet herangeführt werden. Und wenn sie mit 10 Jahren noch nicht beten, so gibt ihnen ein Klaps einen Schlag. Dieser hat aber mit 8 Jahren ihnen den Schlag gegeben. Der hat mit etwas anderem gerichtet, du hast richtig gehört, als mit den Gesetzen Allahs. Subhanallah. Du hast Streit mit deiner Ehefrau. Allah hat uns in Surat An-Nisa auch klar gemacht, wie wir mit den Frauen umgehen, wenn wir in Streit mit ihnen sind und sie nicht so handeln gegenüber ihrem Ehemann, seine Rechte ihm geben, wie Allah ihnen das befohlen hat und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Jetzt kommst du und ermahnst sie nicht und meidest sie nicht im Ehebett, sondern das Erste, was du machst, du schlägst sie. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns anbefohlen in Surat An-Nisa, dass wenn die Frauen ungehorsam sind, dass man sie erstmal ermahnen muss. Und diese Reihenfolge ist Pflicht. Danach meidet man sie im Ehebett. Und dann kommt das Tadeln, ich sage nicht dazu schlagen, weil das nicht das wirkliche Schlagen ist, dann kommt das Tadeln, wie mit einem Siwak zum Beispiel, der 30 oder 40 Gramm wiegt, mit dem man nicht wirklich Knochen brechen kann, so kommt das Tadeln an dritter Stelle. Einer hat das als erste Stelle genommen. Der hat mit etwas anderem gerichtet, außer mit dem Gesetz Allahs als solcher. Ist nicht mehr schön, Takfir. Ja? Diese Ayah ist jetzt nicht mehr zu deinen Gunsten, wie du sie immer auf bestimmte Führer projiziert hast, auf bestimmte Gelehrte, auf bestimmte Leute, die in der Obrigkeit vorhanden sind. Nein, schau auch auf dich. Schau auch auf dich und du wirst sehen, wie viele Sachen am Tag du machst, die nichts mit dem Urteil Allahs Azzawajal zu tun haben. Du schlägst dein Kind, weil er etwas gemacht hat, was falsch war, in das Gesicht. Du hast nicht mit dem geurteilt, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim, La tadrib al-wajh, schlage nicht in das Gesicht. In dem Moment, wo du ihn in das Gesicht schlägst oder deiner Frau in das Gesicht schlägst, höre zu, Takfiri, so ist das ein Urteil, was nicht mit den Gesetzen Allahs azza wa jal ist. Abu al-Bara, ich habe aus seinen Beispielen verstanden, dass das Sünden sind. Bedeutet das, dass ein Sünder, der eine Sünde macht, nicht mit dem gerichtet hat, was Allah herabgesandt hat? Du hast das richtig verstanden. Höre, was Ibn Hazm rahimullah ta'ala sagte. Er sagte: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَلْيَلْزَمُ الْمُعْتَزِلَةُ أَنْ يُصَرِّحُوا بِكُفْرِ كُلِّ عَاصٍ وَظَالِمٍ وَفَاسِقٍ لِأَنَّ كُلَّ عَامِلٍ بِالْمَعْصِيَةِ فَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Er sagt, Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, indem er die 3 Ayat gegenüberstellt und diejenigen, die nicht mit dem richten, was Allah herabgesandt hat, so sind das die Kuffar. Dann eine andere Ayah, so sind das die Fasikun, bedeutet die Frevler, die üblen Sünder, und so sind das die Ungerechten.
Was sagte Ibn Hazm weiter? Er sagte über die Gruppierung Mu'tazila, und natürlich sind auch die Khawarij hier angesprochen, folgerten aus den Worten Allahs, sie haben aus den Worten Allahs was verstanden, dass jeder seinen Unglauben klar macht, der ein Unrecht oder ein Frevel begeht. Nach diesen Leuten, seien es die Khawarij, wir werden jetzt speziell ihren Namen hören, oder auch die Mu'tazila, sie sind sich sehr nah in bestimmten Angelegenheiten, vor allen Dingen, wenn es um den Takfir geht, so sehen sie denjenigen als ungläubig, der ein Unrecht oder ein Frevel begeht. Denn, so sagt Ibn Hazm weiter, denn jeder Sünder richtet mit dem, was Allah nicht herabgesandt hat. Das heißt, jeder, der eine Sünde macht, automatisch richtet er nicht mit dem, was Allah herabgesandt hat. Du rasierst dein Bart, du hast mit etwas gerichtet, was Allah Azzawajal nicht herabgesandt hat. Eine Frau zuckt sich die Augenbrauen, sie hat mit dem gerichtet, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht herabgesandt hat. Es geht hier darum, dass jeder, der eine Sünde macht, zu denjenigen gehört, der mit dem gerichtet hat, was Allah azzawajal nicht herabgesandt hat. Und wir werden noch andere Aussagen der Salaf diesbezüglich hören. Das heißt, letztendlich, wenn wir diese Ayah so verstehen wie die Khawarij und Takfiris, würden wir sogar zum Schluss die Propheten als Leute bezeichnen, die nicht mit dem gerichtet haben, was Allah herabgesandt hat. Warum? Weil wir auch über einige Sünden von einigen Propheten Bescheid wissen. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ. Und Adam hat, alayhi salatu wassalam, sein Herrn sich widersetzt. Und ihr kennt die Geschichte von dem verbotenen Baum, wo Adam, alayhi salatu wassalam, trotz des Verbots von diesem verbotenen Baum gegessen hat. Ein jeder. Was sagt Ibn Hazm nochmal? Liebe Geschwister, sehr wichtig. لِأَنَّ كُلَّ عَامِلٍ بِالْمَعْصِيَ فَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Denn jeder Sünder, richtet letztendlich nicht mit dem, was Allah herabgesandt hat. Das heißt, er hat mit der Sünde etwas anderes gerichtet, über etwas anderes geurteilt, als das, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Erster Punkt, sehr wichtig. Und hier, ich weiß ganz genau, dass die gesamten Khawarij und Takfiris dieses noch nie so über diesen Weg erklärt bekommen haben. Das weiß ich. Aber lies doch die Ayah. Du hast ihr nicht zugehört, weil du sofort dachtest, aha, und wenn ich mit dem richte, der ist das und der ist das und der ist das. Du hast sofort an den Präsidenten gedacht, an den Führer gedacht. Hast du auch einmal an dich gedacht, Habibi? Hast du das einmal getan, dass du mit dieser Ayah angesprochen bist? Wie viele Vergehen begehst du am Tag? Hä? Mit wie vielen Frauen chattest du am Tag? Mit wie vielen muslimischen Frauen tust du so, als ob du sie heiraten möchtest und betrügst sie? Mit wie viel wollen wir mal deinen ganzen Tagesplan durchgehen? Subhanallah, über die Präsidenten weißt du alles. Aber was du machst, das vergisst du sehr schnell. Und das ist ein Beweis für eine üble, verdorbene Seele. Möge Allah dich und deinesgleichen recht leiten. Allahumma amin. Und wir lieben euch trotzdem für Allah. Und ich sage es. Wir lieben euch trotzdem für Allah, aber hassen das, was ihr als Aqida in eurem Herzen habt. Weil das ist die Pflicht von einem jeden Muslim, dass man seinen Bruder, zumindest für La ilaha illallah, lieben muss, liebe Geschwister. Erster Punkt, diese Ayah gilt nicht nur für die Hukka, mit Übereinstimmung der Gelehrten von Ahl-Sunnah. Wir reden von Ahl-Sunnah. Immer, wenn ihr etwas von mir hört, Übereinstimmung, Konsens aller Gelehrten, dann reden wir über den Konsens der Ahl-Sunnah, nicht der Ahl-Bidah. Erster Punkt, nochmal, und ich werde auch versuchen, heute zu wiederholen. Diese Ayah ist nicht nur für die Hukam, ein jeder Muslim ist verpflichtet, diese Ayah umzusetzen. Ob es bei dir zu Hause ist, wenn das in deinem Verantwortungsbereich ist und so weiter und so fort, du und ich sind angesprochen in dieser Ayah. Zweiter Punkt, das falsche Verständnis derjenigen, die nach dem äußerlichen Wortlaut dieser Ayah verstehen und somit Gefahr laufen, den Weg der Khawarij zu folgen. Stopp, Abu Bakr. Hast du gerade gesagt, falsches Verständnis von dieser Ayah? Was kann man falsch verstehen an dieser Ayah? Und wer nicht mit dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das sind die Kuffar. Und so habe ich jeden als Kafir gesehen, der nicht mit dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das ist die Aqidah der Khawarij. Genau 100 Punkte hast du ja erreicht. Nein, 110 Punkte, du hast die Aqidah der Khawarij, wenn du dieses so verstanden hast. Lass uns das jetzt mit den Worten der Salaf belegen, liebe Geschwister. In diesem Punkt stimmen Ahl-Sunnah und Jama'ah überein. So sagt, وقال الجردي, er sagte, ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا قد كفر لأنهم يتأولون هذه الآية. إمام الجردي رحمه الله تعالى ungefähr 280 nach Hijra, einer der Salaf, sagte in seinem berühmten Buch Al-Sharia. Er hat ein Buch, welches sehr bekannt ist. Dieses Buch heißt Al-Sharia. Er sagt, und zu dem, was die Khawarij, höre zu, als mehrdeutige Ayah verwenden, als mehrdeutigen Vers verwenden. Aber Barah, für mich hört er sich so klar an. Wir haben doch immer gesagt, ja Habibi, ja Aini, ja Ruhi. Wir haben doch immer gesagt, Koran, Sunnah mit Verständnis des Salaf. Es kann sein, dass es Ayat gibt, die klar und deutlich sind. Und es kann sein, dass es Ayat gibt, die mehrdeutig sind. Das heißt, man kann da viel hereininterpretieren. Diese Ayah, und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, ist eine mehrdeutige Ayah. Er sagt,
weiter. Und zu dem, was die Khawarij als mehrdeutige Ayat verwenden, ist die Aussage Allahs, und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, diese sind die Ungläubigen. Und wenn sie dann den Führer sehen, höre, ja Khariji, er beschreibt dich, er hat nicht in deiner Zeit gelebt, 280 nach Hijra ungefähr. Und wenn sie dann den Führer sehen, dass er nicht gemäß der Wahrheit urteilt, hat Schlechtes gemacht, falsch geurteilt, etwas, was wir ablehnen und hassen an dem, was er geurteilt hat. Und wenn sie dann den Führer sehen, dass er nicht gemäß der Wahrheit urteilt, so sagen sie, wer die Khawarij, so ist er ungläubig geworden. Jetzt höre zu, weil sie diese Ayah missinterpretieren. Allahu Akbar. Das sind die Worte von diesem großartigen Salafi. Und Al-Jassas, rahimullah ta'ala, sagte ebenfalls einer der Salaf, وَقَدْ تَأَوَّلَتْ أَلْخَوَارِجُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ تَرَكَ الْحُكْمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ الْجُهُودِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جُهُودٍ لَهَا وَكَفَّرُوا بِذَلِكَ كُلَّ مَنْ عَصَى اللَّهَ بِكَبِيرَ أَوْ صَغِيرَ. Ich lese extra jedes einzelne Wort vor. Alhamdulillah, wir kennen die Aussagen der Gelehrten, aber dann heißt es, schau mal, er gibt das nicht so wieder, wie die Gelehrten das gemacht haben. Ich gebe dir alles, ja Habibi, sogar mit Quelle. Verzeih mir, ich muss zurückkehren. Doch, die erste Quelle habe ich angegeben im Buch Al-Sharia. Und jetzt, was Al-Jassas, rahimullah ta'ala, sagt, einer der bekannten Koran-Kommentatoren, er sagt, und er ist ungefähr 305 nach Hijra geboren, die Khawarij haben die Ayah so interpretiert, dass derjenige, der es unterlässt, mit den Gesetzen Allahs zu richten, höre zu, ohne dabei dieses zu verleugnen, ein Ungläubiger wird. Aha. Was sagt er nochmal? Die Khawarij haben die Ayah so interpretiert. Sie verstehen sie so, dass derjenige, der es unterlässt, mit den Gesetzen Allahs zu richten. Gibt es viele Führer? Es gibt viele Führer, ohne Zweifel. Möge Allah diese Führer recht leiten. Und ich möchte sagen, ich bin kein Anwalt von den Führern. Alhamdulillah, auch wenn manche Leute das denken, dass wir aus Saudi-Arabien Geld bekommen. Ihr seht, wir haben immer dieselbe Jalabi an. Irgendwas stimmt hier. Ich möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer gut voneinander vermuten lassen, dass derjenige, der es unterlässt, mit den Gesetzen Allahs zu richten, ohne dabei dieses zu verleugnen, ein Ungläubiger wird. Und so haben sie jeden zum Kafir erklärt, der eine große oder kleine Sünde gemacht hat. Was hat Al-Jassas, rahimullah ta'ala, letztendlich gesagt? Er sagte, die Khawarij, sie denken, dass sie auf der Wahrheit sind, wenn sie sagen, derjenige, der nicht mit dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das sind die Kuffar. So denken sie, weil jemand es unterlassen hat, mit den Gesetzen Allah zu urteilen, zu richten, automatisch dabei, wie jemand ist, der das Gesetz verleugnet hat von Allah. Gesagt hat, ich möchte mit der Scharia nichts zu tun haben, dieses ist nicht etwas für mich. Er sagt, und so haben sie jeden zum Kafir erklärt letztendlich, der eine große oder kleine Sünde gemacht hat. Damit will er sagen, rahimullah ta'ala, dass diese Leute Sünder sind und keine Kuffar. Das ist die Hauptbotschaft hier in dieser Aussage, dass sie nochmal Sünder sind und keine Kuffar. Ibn Abdul Barr, rahimullah ta'ala, sagte, die Geschwister, und Ibn Abdul Barr ist 368 nach Hijra geboren, er sagte in seinem Buch At-Tamhid, وقد ضل جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن التمهيد und Ibn Abdul Barr ist einer der geehrten Gelehrten, die Geschwister. Er sagte, und eine Gruppe der Leute der Neuerung unter den Khawarij. So, ich habe mal irgendwann gehört, wir dürfen die Leute nicht Khawarij nennen. Aber wir hören nur, dass die Salaf Khawarij sind. Auf jeden Fall. Und eine Gruppe der Leute der Neuerung unter den Khawarij und Mu'tazila in diesem Kapitel, das heißt bezüglich dieser, er hat natürlich vorher über ein Thema gesprochen, über mehrdeutige Ayat, liebe Geschwister. Und eine Gruppe der Leute der Neuerung unter den Khawarij und Mu'tazila ist in diesem Kapitel in die Irre gegangen. Warum? So haben sie mit diesen Berichten, das heißt, sie dachten, sie haben vermeintliche Beweise, so haben sie mit diesen Berichten die Sünder für erlaubt, ungläubig erklärt, die Sünder für ungläubig erklärt, das heißt ungerechtfertigterweise, und sie argumentierten mit diesen Versen nach dem äußerlichen Wortlaut, wie die Worte Allahs, und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, diese sind die Ungläubigen. Ibn Abdul Barr ebenfalls sagt dir nichts anderes. Diese Leute haben die Ayat genommen, oder diese Ayat, wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, und haben die anderen dadurch zu Ungläubigen erklärt. Die Sünder sind aber keine Ungläubigen. Das ist, was Ibn Abdul Barr dir sagt in dieser Ayat. Al-Shatibi, rahimullah ta'ala, 538 nach Hijra, sagte, und zu den mehrdeutigen Worten, nicht zu den eindeutigen, nochmal Khariji, kehr in dich zurück, ich weiß, dass dir kein Takfiri, kein Khariji-Prediger, möchte gern Prediger, dir diese Worte sagt, das weiß ich.
Und umso mehr bin ich erpicht darauf, dir das zu sagen. Warum? Weil du mich mehr interessierst als diese Fitna und Takfiri-Prediger, die wal'iyadu billah seit Jahren eine Nasiha bekommen, von wo wir auch gehört haben, dass Leute von Ahl-Sunnah sie immer wieder ermahnen, aber wal'iyadu billah, sie bleiben auf diesem Weg. Möge Allah diese Leute recht leiten. Ash-Shatibi rahimullah ta'ala sagte, und zu den mehrdeutigen Worten, denen die Khawarij folgten, gehörte, und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, dieses sind die Ungläubigen. Was sagt er dir? Mehrdeutig. Das heißt, diese Aya ist nicht so klar zu verstehen, wie die Leute sie so unter jedem Post. Ja? Er sieht ein Bild von einem Präsidenten, der zum Beispiel ein Eis ist mit irgendjemand. Und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So leicht ist das bei diesen Leuten. Al-Qurtubi, 600 nach Hijra, er sagte, rahimullah ta'ala, dass derjenige, der aufgrund des äußeren Wortlauts, so kommt einem die Eier vor, so hört sie sich an, so fühlt sie sich, dass derjenige, der aufgrund des äußeren Wortlauts dieser Eier und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, argumentiert, dieser ist jemand, der wegen einer Sünde zum Ungläubigen erklärt wird. Dieses seien die Khawarij, die dafür jedoch keinerlei Beweise haben. Was sagt Al-Qurtubi uns, liebe Geschwister? Dieses ist der äußerliche Wortlaut. Aber die Eier ist nicht so zu verstehen, wie die Leute sie gerne verstehen würden. Und er sagt, der jemanden wegen einer Sünde, was machen sie infolgedessen, die Khawarij? Sie erklären Sünder zu Ungläubigen. Diese sind aber keine Ungläubige, sondern Sünder. Schwere Sünder, schwere Sünder. Ganz schwere Sünder, ganz schwere Sünder. Aber Shaitana, Shaitana, was war ein Unterschied zwischen einer Person, der ein Kafir ist, und einer, der ein schwerer Sünder, sei er auch ungerecht oder ein Frevler ist. Riesenunterschied. Ein Unterschied, den viele Khawarij und Takfiris nicht hören wollen. Auch Al-Qurtubi hat dieses gesagt. Du kriegst noch einen drauf und ich könnte das den ganzen Tag machen, aber ich will jetzt mit diesem Gelehrten beenden, liebe Geschwister. Und zwar Al-Allami. Abu Hayyan Al-Andalusi, er sagte in Bahrul Muhit, Aufwand von Al-Qurtubi, rahimullah ta'ala, er sagte dieses, ich denke, in seinem Tafsir, wenn ich mich nicht irre. Tut mir leid, ich habe hier die Quelle nicht aufgeschrieben, aber er sagte das, glaube ich, in seinem Tafsir, wallahu ta'ala ala wa'alam. In Al-Bahrul Muhit sagte Al-Allama, Abu Hayyan, er sagte, und dieser ist 654 nach Hijra geboren, die Khawarij argumentierten, ich will es auf Arabisch lesen, damit man sagt, gib uns den arabischen Quelltext. واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر. وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. Er sagt, die Khawarij argumentieren. Khawarij, Khawarij, Khawarij. Abu al-Bara? Nein. Abu al-Bara? Nein. Salaf? Salaf. Die Khawarij argumentierten aufgrund dieses Verses, dass jeder, der Allah gegenüber ungehorsam ist, ungläubig sei. Und dass jeder ein Ungläubiger sei, der nicht mit dem urteilt, was Allah herabgesagt hat. Subhanallah, als ob Abu Hayyan zwischen uns lebt und sieht, was die Takfiris und Khawarij heute in den sozialen Medien machen. Jetzt höre zu, jeder aber, der sündigt, hat nach dem geurteilt, was nicht von Allah herabgesandt wurde und ist darum notwendigerweise ein Kafir. Er sagt, jeder sündigt doch. Also, weil er ein Sünder ist, hat er natürlich nicht mit dem gerichtet, was Allah herabgesandt hat. Und das ist das Übel der irregegangenen Sekten, dass sie ihn als Kafir bezeichnen. Dass sie ihn zum Kafir abtun und das ist nicht erlaubt, liebe Geschwister. Ich könnte weitermachen mit vielen weiteren Gelehrten. Das ist eine Übereinstimmung von Ahl-Sunnah wal-Jama'a, dass diese Ayah nicht so zu verstehen ist, wie die Leute sie verstehen. Erster Punkt, diese Ayah gilt nicht nur für die Hukam, für die Führer, für die Obrigkeit. Zweiter Punkt, diese Ayah ist mehrdeutig, nicht eindeutig. Und nur die Khawarij bzw. Takfiris, sie interpretieren diese Ayah nach ihren Gelüsten, so wie es ihnen passt. Nicht wie die Wahrheit das hergibt, wie das Verständnis des Salaf ist, liebe Geschwister. Dritter Punkt. Diese Ayah beweist den kleinen Kufr. Und es ist Ijma', dass niemand wegen einer Sünde, Ungerechtigkeit, alleine vom Islam ausgeschlossen werden darf. Diese Ayah nochmal beweist den kleinen Kufr. Das heißt, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Dieses sind die Ungläubigen, bedeutet der kleine Unglaube, nicht der große Unglaube, der einen aus der Religion herausbringt. Abu al-Bara, du tust so, als ob du den Koran erklärst. Als ob du uns diese Aussagen der Gelehrten zusammengestellt hast. Weder das eine noch das andere. Den Koran erklären unsere Salaf. Und diese Aussagen, die ich habe, sind natürlich von unseren edlen Gelehrten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein und überlegt, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit guten Taten weiterleben lassen. Allahumma amin. Ibn Abbas, wer? Turjuman al-Quran. Das heißt, der den Koran tatsächlich übersetzt hat. Wenn du den Koran verstehen willst, brauchst du Ibn Abbas radiallahu anhu. Er sagt über diese Ayah, und wenn ich nach dem richtet. Und in Zukunft sage ich, und wenn ich nach dem richtet, damit ich das nicht immer aussprechen muss. Er sagt Ibn Abbas radiallahu anhu. Und Sheikh al-Albani sagt in Silsila al-Ahadith al-Sahiha, dass diese Überlieferung authentisch ist. Kufrun la yanqulu anil millah.
Das ist ein Kuff, ein Unglaube, der einem nicht aus der Religion herauskommt. Denn Ahlus Sunnah wal Jama'a, nicht die Khawarij, Ahlus Sunnah wal Jama'a unterscheiden zwischen großen Kuffer, der einen aus der Religion herausbringt, der alle Taten löscht und der einem für Ewigkeiten im Höllenfeuer verdonnert. Möge Allah uns alle bewahren. Uns alle. Allahumma amin. Und sie unterscheiden den kleinen, und sie unterscheiden zwischen den kleinen Kuffer. Dieser ist genau das Gegensätzliche. Dieser bringt nicht einen aus der Religion heraus. Ibn Abbas sagt, das ist ein Unglaube, der einen nicht aus der Religion herausbringt. In einer anderen Überlieferung, und es gibt viele Überlieferungen, natürlich möchte ich hier eine Klammer auf, Klammer zumachen. Ihr solltet immer wissen, liebe Geschwister, die Khawarij, Takfiris und auch natürlich die anderen Sekten, sie versuchen Dinge, die klar sind, unklar zu machen, schwach zu zeichnen. Es gibt Überlieferketten, die sind nicht authentisch, und es gibt klare Überlieferketten von Ibn Abbas, die authentisch sind. Was sagt ihr dazu? Ah, ihr richtet nur eure Augen in Richtung der Überlieferung, die vielleicht etwas Schwäche enthalten. Es gibt genauso gut starke Überlieferungen, die auch von den Gelehrten akzeptiert wurden. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibn Abbas in einer anderen Aya sagt, an einer anderen Stelle sagt, und diese Überlieferung, liebe Geschwister, haben die Gelehrten in Ta'zim und Qadil Salah zusammengefasst und auch gezeichnet. Und Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, sagt, sie ist sahih. Er sagte, über diesen Kuffer, ist das große oder kleine Kuffer, وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. Dieser Kuffer, den jemand macht, wenn er mit etwas anderem richtet, außer mit dem, was Allah herabgesandt hat, so ist das nicht der Kuffer, wie das Verleugnen Allahs oder der Engel oder der Bücher oder der Gesandte. Mit anderen Worten, kleiner Kuffer. Mit anderen Worten, kleiner Kuffer. Und er sagte in einer anderen Überlieferung, an einer anderen Stelle, und dieses hat At-Tabari überliefert in seinem Tafsir, er sagte Ibn Abbas, wir sind immer noch bei ihm, alle drei Aussagen waren von ihm, man jahada ma anzala Allahu faqad kafar, wa man aqarra bihi wa lam yahkum fahuwa zalimun fasiq. Wer das leugnet, was Allah herabgesandt hat, der hat den großen Unglauben begangen. Schaut mal, wie er unterscheidet. Der hat den großen Unglauben begangen, wer es leugnet, nicht wer es anwendet. Jetzt kommt der zweite Teil. Wer aber bestätigt, Ibn Abbas, wer aber bestätigt, dass dies die Wahrheit ist, bedeutet, was Allah herabgesandt hat, das ist die Wahrheit. Wer bestätigt, dass dies die Wahrheit ist, sich jedoch nicht danach richtet, der ist ein Ungerechter bzw. Unterdrücker und ein Frevler. Und ein Frevler. Und Sheikh al-Albani hat in As-Silsila As-Sahiha diese Überlieferung akzeptiert, liebe Geschwister, und hat noch einige Kommentare dazu geschrieben. Alhamdulillah, wir von Ahl-Sunnah, wir sagen alles. Und wir nehmen nicht nur das, was zu unserem Vorteil ist, sondern wir sagen, was die Wahrheit ist. Möge Allah uns auf der Wahrheit befestigen. Und dann, liebe Geschwister, eine Überlieferung von Ibn Abbas als Kommentar zu dieser Aya. Laysa bil kufri alladhi yadhhabuna ilayhi. Das ist nicht der große Kufr, den sie glauben, der zu sein. So sagte Ibn Abbas, radiallahu anhu, und dies ist auch ebenfalls in Silsila al-Ahadith al-Sahiha und auch genauso als Sahih klassifiziert worden von Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala. Tawus, der Schüler von Ibn Abbas, er sagte, Laysa bikuf yanqulu anil millah. Das ist nicht der Kufr, der jemanden aus der Religion herausbringt. Dieselbe Quelle. Und er sagt, Ata, rahimullah ta'ala, einer der edlen Tabi'in, der, ich denke, über 200 Sahaba, wenn auch vielleicht 500 Sahaba getroffen hat, 200 oder 500, er sagte, Kufrun duna kufr. Ich habe das extra nicht von Ibn Abbas erwähnt, weil es hier wirklich Meinungsverschiedenheiten gibt über die Authentizität. Und es gibt Gelehrte, die das als authentisch sehen. Aber ich wollte raus aus diesem Kapitel, dass wir sagen Ja und Nein und Meinungsverschiedenheit. Diese Überlieferungen, die ich euch gebe, Alhamdulillah, sind auf Ibn Abbas und seine Schüler zurückzuführen. Er sagte, Kufrun duna Kufr. Das heißt, das ist der kleine Kufr. Wa dhulmun duna dhulm. Und Unrecht, das kleine Unrecht. Und Fiskun duna Fisk und der kleine Frevel. Weil von all diesen Dingen gibt es Groß und Klein. Das Große bringt einen aus der Religion heraus. Sheikh al-Islam, rahimullah ta'ala, wie Ibn al-Qayyim übertragen hat, in Al-Madarij al-Salikin, sagte als Kommentar zu dieser Aya, Ay huwa al-mustahillu lil-hukm bi-ghayri ma anzalallah. Derjenige wird zum Kafir, wenn er dieses als erlaubt erklärt, dass er mit etwas anderem richten darf aus Allah. Mit anderen Worten, Sheikh al-Islam sagt dir nichts anderes, das ist eine Sünde. Weil, wenn eine Tat eine Kuffertat ist, dann brauchst du sie nicht für erlaubt zu erklären, sie ist an für sich Kuffert. Wir kommen danach dazu, wie in der Tat, sondern er sagt dir, das ist eine Sünde, aber wer das zu erlaubt erklärt, wie jemand, der die Sinne für erlaubt erklärt, so ist er ein Käfer. Wer den Khamr, den Alkohol für erlaubt erklärt, ist ein Käfer. Und so weiter und so fort. Er sagte, das ist derjenige, der das für erlaubt erklärt. Ibn al-Qayyim sagt was sehr Interessantes. Er sagt in seinem Buch, liebe Geschwister, Hukum Tarik Salah, er sagt, وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا.
Er sagt, um was den, was das Urteil was das Urteil anbelangt, mit etwas anderem zu richten, außer mit dem, was Allah herabgesandt hat. Und das Unterlassen des Gebetes, so ist das Kufr Amali. Das bedeutet kleiner Kufr. Das ist der Kufr, der nicht einem aus der Religion herausbringt. Dann sagte er weiter, فَالْحَاكِمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ كَافِرٌ فَالْحَاكِمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ كَافِرٌ وَالتَّارِكُ الصَّلَاةِ كَافِرٌ. Jetzt freut sich der eine Khariji oder der eine Takfiri, er sagt, schau mal, was Ibn al-Qayyim sagt. Der Richter, ich habe extra hier gestoppt, der Richter oder der Führer, der nicht mit den Gesetzen Allahs regiert, ist doch ein Kafir, sagt Ibn al-Qayyim. Und derjenige, der das Gebet unterlässt, ist ein Kafir. So sagt er weiter, binassi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mit dem klaren Beweistext vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Jetzt höre zu. Und das ist das Problem, das ihr nicht lernen wollt. PDF-Dateien sind euer Werkzeug. Kila und Qal, ihr sitzt mit Leuten zusammen, wallahi, der weiß nicht mal die Säulen vom Wudu. Und der erklärt dir solche Angelegenheiten. Und dann nimmst du etwas, nicht von einem Gelehrten. Fass einmal Dicke, du brauchst mich nicht zu fragen. Frag die Gelehrten. Frag nicht einen möchtigen Prediger, der rauskommt und so tut, als ob er der Einzige ist, der die Wahrheit auf der Welt sagt. Dann soll er uns auch sagen, was das Urteil über den Präsidenten in Saudi-Arabien ist, wenn er sich traut. Aber ich denke nicht, dass er sich traut. Möge Allah uns Männlichkeit geben. Weil wer hier ein Mann sein will, er soll auch woanders ein Mann sein. Jetzt sagt Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala, und derjenige, der mit etwas anderem richtet, außer mit dem, was Allah herabgesagt hat, und derjenige, der das Gebet unterlässt, ist ein Kafir nach dem Beweistext von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jetzt höre zu. Walakin huwa kufr amal. La kufr i'tiqad. Ich wiederhole es ganz langsam. Aber das ist der kleine Kufr, nicht der Kufr des Glaubens, den man im Herzen verinnerlicht. Beide heißen Kuffar nach dem, was der Beweistext hergibt. Der eine ist aber der Kafir, der aus der Religion heraustritt, und der andere ist derjenige, der mit dem kleinen Kufr betitelt wird. Aber, Jared, ich wünschte mir, wir würden diese Worte verstehen von Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala. Abul Bara, du hast uns jetzt die Aussagen von Ibn Abbas, von seinen Schülern aufgezeigt und auch von Sheikh al-Islam und Ibn al-Qayyim. Aber wie sieht's aus? Sind sie die Mehrheit oder die Minderheit, die so etwas sagen? Höre, was Ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala sagt. وَقَدْ نَصَرَهُ Ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala li Ibn Abbas wa ashab. Er hat diese Aussage, Ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala, Ibn Abbas zugeschrieben und seinen Gefährten, wie wir das schon gehört haben. وَأَحْمَد, das heißt Imam Ahmad rahmatullah alayh, hatte dieselbe Ansicht bezüglich dieser Angelegenheit. Dieses auch ebenfalls in Majmu' al-Fatawa. وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ und noch andere von der Sunna, noch mehr. غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ nicht nur einer von den Salaf, um genau zu sein, بَلْ عَامَّةُ السَّلَفِ die Allgemeinheit des Salaf haben diese Ansicht gehabt. كَمَا وَصَفَهُ إِبْنُ الْقَيِّمْ رَحِمُ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ قَالَ er sagte, und Ibn al-Qayyim hat ebenfalls dieses Ibn Abbas und der Allgemeinheit der Sahaba zugeschrieben, der Allgemeinheit zugeschrieben, und dieses ist von ihnen so überliefert worden. Ich wollte nicht so weit gehen, und es gibt tatsächlich Gelehrte, die den Ijma' übertragen haben. Es gibt Gelehrte und Bücher, die den Ijma' übertragen haben. Ich selber zweifle an dem Ijma', aber es ist ohne Zweifel die Mehrheit der Gelehrten. Und bis zur heutigen Zeit siehst du, dass die Gelehrten einen Unterschied machen bei demjenigen, der nicht mit dem richtet, was Allah herabgesagt hat, dass sie sagen, das erklären wir mit Tafsir, detailliert. Wir können nicht einfach so ein allgemeines Urteil geben, sondern dieses ist klar und deutlich aufgezeigt worden. Liebe Geschwister, wir wollen dazu kommen, wann ist die Person, der nicht mit den Gesetzen Allahs regiert, ein Kafir geworden? Heißt das, er bleibt für immer Muslim? Wir haben gesagt, das Richten mit etwas anderem, außer das, was Allah herabgesandt hat, ist nicht der große Kufr, sondern allgemein ist das ein Sünder, wenn auch ein schwerer Sünder. Und ich möchte hier zwei Wörter sagen. Wenn ihr hört, dass wir sagen, der Präsident oder der Gelehrte oder diese Person, darf man nicht zum Kafir erklären, dann nicht, weil wir diese Person verteidigen, sondern wir verteidigen Al-Hukm von Allah subhanahu wa ta'ala, das Urteil Allahs. Nochmal, wenn ihr hört, dass wir sagen, das ist Unrecht, dass du sagst, der ist Kafir, dann verteidigen wir nicht die Person, nochmal, sondern den Hukum, das Urteil. Eine Frage, was habe ich mit Präsident XY zu tun? Seht ihr mich, dass ich mit ihm Schiff fahre, dass er mir Goldbarren schenkt oder sonstiges? Subhanallah. Genauso, und ich sage das klar, damit auch die Takfiris und Khawarij nicht ein schlechtes Bild von mir haben. Wallahi al-Azim, Allah ist mein Zeuge.
Und ich schwöre auf Allah, wenn einer kommt und über euch Kafir sagt, würde ich dasselbe machen. Ich würde euch verteidigen. Wenn ich auch nicht das mag, was ihr sagt, ich würde euch aber verteidigen. Warum? Weil das ist das Urteil Allahs. Sogar hat uns die Religion beigebracht, dass wir nicht einfach das Wort Kafir aus Rache sagen. Oder um jemanden zu schmähen. Nein, dafür ist das Wort viel zu groß. Und es hat eine große, riesengroße Verantwortung. Yawmul Qiyamah wirst du mit diesem Wort vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte einer, sagt ein Wort zur Unzufriedenheit Allahs. Und er schenkt diesem Wort keine Bedeutung. Bei Al-Bukhari überliefert. Was heißt, er schenkt diesem Wort keine Bedeutung? Er wusste nicht, dass dieses, das und das erreichen wird. So wird er mit diesem Wort Allah, der zornig sein wird, auf ihn begegnen und Allah Azza wa Jalla wird ihn in das Feuer eingelassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren. Okay. Wann ist die Person, der nicht mit den Gesetzen Allahs regiert, ein Kafir geworden? Heißt das, er kann nicht nur mit anderen Gesetzen regieren, was ihn nicht unbedingt zum Kafir macht, wie wir das schon bereits erklärt haben, sondern er sagt, was soll das sein für ein Gesetz? Das ist nicht ein Gesetz, welches in dieser Zeit sinnvoll ist. Das ist nicht ein Gesetz, was wir lieben. Dieses Gesetz lehnen wir ab. Wir wollen lieber diese oder jene Staatsform. Man braucht nicht immer die Wörter auszusprechen. Wir sagen, wenn er es für erlaubt erklärt, mit anderen Gesetzen zu richten, ist er ein Kafir. Jetzt reden wir nicht über den kleinen Kuffer, sondern über den großen Kuffer. Oder er leugnet oder erklärt es für Lüge, mit den Gesetzen Allahs zu regieren. Er leugnet das. Er sagt, diese Gesetze möchte ich nicht. Lehne ich an. Oder er sagt, ein anderes Gesetz ist besser als das Gesetz Allahs. Selbst wenn er dem Gesetz Allahs eine Stellung gibt. Wenn er sagt, das Gesetz, ein anderes Gesetz ist besser als das Gesetz Allahs, dieser ist ein Kafir. Und wir setzen noch einen drauf. Nicht nur, wenn er sagt, besser, sondern wenn er sagt, das Gesetz, was ich habe, und die Scharia sind gleich. Wenn er das gleichstellt, auf derselben Stufe, ist ein Kafir. Oder er tauscht das Gesetz Allahs aus, höre zu, sehr wichtig, und täuscht, dass dieses das Gesetz Allahs wäre. Das heißt, er gibt den Leuten vor, das ist das Gesetz von Allah Azza wa Jalla. Er betrügt die Leute, weil er sein Gesetz besser sieht. Dieser ist ein Kafir. Mit Ijma' aller Gelehrten sind die Gruppen, die ich gerade genannt habe, Kuffar. Mit Ijma' aller Gelehrten. Aber jetzt kommt der feine Unterschied. Wenn aber jemand mit einem anderen Gesetz regiert, er aber nicht vortäuscht, dass dieses das Gesetz Allahs ist. Weil, was haben die Yahud damals gemacht? Sie haben nach einer Überlieferung bei Al-Bukhari, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie gefragt hat, was ist das Urteil bei ihnen in der Taurat, in ihrer Schrift über die Unzucht? Dann haben sie gesagt, Peitschenhiebe. Er wird bloßgestellt. Und Abdullah ibn Salam, rahimullah, radiallahu anhu wa arda, radiallahu anhu wa arda, ein Sahabi, er sagt, er hat später den Islam angenommen, er sagte, nein, die Steinigung ist die Strafe, die hier anfällt, bei den Juden in der Taurat. Dann hat einer die Stelle von den Yahud bedeckt mit der Hand und nach außen so getan, als wenn dieses nicht da wäre. Ah, ein Offenbarungsanlass. Es gibt noch einen anderen Offenbarungsanlass. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagt, beide Offenbarungsanlässe scheinen zur selben Zeit gewesen zu sein. Und so hat Allah azza wa jalla diese Ayat herabgesandt. Deswegen sollten wir wissen, wenn jemand mit anderen Gesetzen regiert, außer den Gesetzen Allahs. Abul Bara, du tust das so ab, als wäre das was Leichtes. Wallahi, aus meiner Sicht, Klammer auf, Klammer zu, außer er ist entschuldigt, wenn er mit etwas anderem richtet, außer mit dem, was Allah herabgesandt hat, ist er für mich ein Verbrecher. Und das sage ich ganz klar. Und das sage ich ganz klar. Und Leute, die mich kennen, mit denen rede ich anders, die auch Wissen sind in der Religion, als mit allgemeinen Leuten, weil mit allgemeinen Leuten kannst du über bestimmte Themen nicht reden, weil sie das falsch verstehen. Für mich ist derjenige ein Verbrecher, Klammer auf, Klammer zu. Denn An-Najashi, wie ihr wisst, hat mit etwas anderem regiert, außer was Allah herabgesandt hat. Das war natürlich auch in der Anfangszeit gewesen, die Geschwister, aber trotzdem war er Muslim. Er hat mit den Gesetzen des Christentums weiter regiert, weil er Angst hatte, dass man ihn stürzen wird. Und trotzdem, nachdem er dieses gemacht hat und gestorben ist, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Rajulun Salihun, ein rechtschaffener Mann, und er hat für ihn das Totengebet verrichtet. Was darauf hindeutet, dass er ein Gläubiger, ein Mu'min ist. Radiallahu anhu wa arda. Jetzt die Sache. Es gibt Leute, die sind in einer Zwangssituation, die würden gerne, aber können nicht. Das müssen wir klar machen. Die würden gerne andere Gesetze bringen, aber sie können nicht, weil sie wissen, dass sie gestürzt oder große Probleme im Land auftreten werden. Und das brauchen wir nicht nur mit den Wörtern zu sagen, sondern wir haben das gesehen, liebe Geschwister, sei es in Ägypten oder an anderen Orten, wo man die Scharia
ausgerufen hat und dann haben wir gesehen, was passiert ist. Nummer eins. Nummer zwei, es gibt Leute, der kann etwas bewegen und anderes nicht, aber er bemüht sich. Und dann gibt es Leute, und ich rede nicht nur über Führer, jetzt gerade rede ich über Führer, aber wir haben gesagt, diese Ayah ist für jeden. Dann gibt es Leute, die wollen gar nicht das Gesetz Allahs, sie halten es nicht für zeitgemäß, machen sich lustig darüber und denken, ihr Gesetz und das, was sie den Kuffar folgen, ist besser als das Gesetz Allahs Azza wa Jal. Mit dieser Überzeugung, dieses Kuffar, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. Wenn aber jemand mit einem anderen Gesetz regiert, er aber nicht das sagt, worüber wir gerade gesprochen haben, was die anderen zu Kuffar machen, und er täuscht nicht vor, dass dieses das Gesetz Allahs wäre, so ist dieses Al-Istibdal. Die Gelehrten haben einen Unterschied gemacht, die Geschwister, zwischen Badala und Stabdala. Das Wort ist eigentlich dasselbe, nur mit dem einen Unterschied. Schaut mal, Badala ist, es gibt ein Gesetz, das vorliegt, und jemand täuscht den Leuten vor, dass das das Gesetz Allahs ist, weil er möchte sein anderes Gesetz haben. Es wird die Scharia ausgetauscht. Diesen Vorgang nennt man Badala. Er gibt den Leuten zu verstehen, dass dieses das Gesetz Allah Azza wa Jalla ist. Kafir. Ein anderer, der tauscht aus, aber er gibt nicht den anderen Leuten zu verstehen, dass dieses das Gesetz Allahs ist. Diesen Vorgang nennt man Istabdala, ebenfalls ändern. Aber im zweiten Fall gibt es keinen Ijma' der Gelehrten, dass dieser ein Kafir ist, sondern vielmehr sind die Beweise auf derjenigen oder für diejenigen, die sagen, er ist noch ein Muslim. Dieser ist noch ein Muslim. Wir kommen dazu. Warum? Ein Scheinargument der Takfiris, und die Takfiris sind besser dran als die Khawarij, und ohne Zweifel, der Khariji, der von den Khawarij ist, er sagt, ein Hakim, ein Führer, und wir haben gesagt, diese Ayah ist nicht nur für Führer, aber wir bleiben jetzt mal dabei, ein Hakim, ein Führer, der ausnahmslos mit etwas anderes regiert, sei es auch nur ein Gesetz, was nicht von Allah ist, ist Kafir. Ein Urteil, ein anderes Urteil als das, was Allah herabgesandt hat, der ist Kafir. Dann sagen wir ihn, ja, Khariji, als Umar ibn al-Khattab in seiner Zeit, ich weiß nicht, ich denke, das war 16 nach Hijra, wallahu a'lam, als eine Dürrezeit war und die Leute geklaut haben, um zu überleben, und er das Gesetz außer Kraft gesetzt hat, dass ihnen die Hand abgehackt wird, war Umar dann auch ein Kafir? Antworte. Die Sache ist nicht so leicht, wie du denkst. Deswegen, das ist das, was die Khawarij sagen, wenn ein Führer nur mit einem Urteil, anders richtet, als das, was Allah herabgesandt hat, Kafir. Die Takfiris sind etwas besser. Die sagen, wer die Scharia als Grundlage hat und dann einmal oder zweimal oder dreimal sein Gelüst folgt, bei einem Urteil, so sind das die Herrscher, die wir nicht zu Kuffar erklären. Also, über die Khawarij brauchen wir nicht mehr zu sprechen. Das sind tatsächlich Khawarij, die so etwas sagen, möge Allah uns bewahren. Die Takfiris sind etwas näher, indem sie sagen, solange ein Führer die Scharia als Grundlage hat und manchmal aus Gelüst heraus mit einer oder zwei oder drei oder vier oder acht oder neun, wo ist ein Beweis auf jeden Fall, Dingen nicht urteilt, so ist er trotzdem ein Muslim. Nein. Nochmal, für die Anzahl gibt es überhaupt keinen Beweis. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Wir sind ja nicht bei Ratemal mit Rosenthal. Auf jeden Fall, erstmal habt ihr Takfiris selber zugegeben, dass diese Leute, diese Führer, doch keine Kuffar sind. Doch keine Kuffar sind. Okay? Denn wir von Ahlus Sunnah wal Jama'ah haben eine Regel. Und ich möchte bitte, dass ihr bei dieser Regel aufpasst. Und so könnt ihr die Sache ganz leicht verstehen, liebe Geschwister. Nochmal, die Takfiris sagen, wenn die Grundlage die Scharia ist, aber er in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zählt wie viel ihr wollt, Angelegenheiten, seiner Hauer, sein Gelüst folgt, dann ist er trotzdem noch Muslim. Ahlus Sunnah wal Jama'ah haben klare Regeln. Wenn eine Tat an für sich großer Kuffer ist, gibt es dann viel und wenig? Weil in dieser Masala die Takfiris sagen, welche ein paar Angelegenheiten, aber die Grundlage ist ja die Mehrheit. Erstmal sagen Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wenn eine Tat Kufr ist, ist sie Kufr. Ich rede über den großen Kufr. Eine Person, der sich vor einer Götze einmal niederwirft. Was ist das Urteil? Kafir. Und wenn eine Person bis zum Lebensende sich vor einer Götze niederwirft, was ist das Urteil? Ebenfalls Kafir. Es gibt bei Taten, die an für sich Kuffer sind, kein viel und kein wenig. Wer eine Ayah ablehnt vom Koran, ist was? Rede mit mir. Ich möchte auch, dass ich kein wenig zuhöre. Wer eine Ayah ablehnt vom Koran, was sagst du? Ich weiß, du sagst Kafir. Du sagst jetzt ein Kafir. So ist er ein Kafir. Richtig. Und wer den gesamten Koran ablehnt, so ist er auch ein Kafir.
Aber warum der, der den ganzen Koran ablehnt, nicht etwas anderes? Noch schlimmer? Nein, der ist Kafir und der ist Kafir. Das heißt, wenn wir darüber reden, liebe Geschwister, über die Tat an für sich, dann gibt es beim großen Kufr oder Schirk kein viel oder wenig. Aber wie kann es sein, dass Sie sagen, wer die Grundlage als Scharia hat, der ist Muslim, auch wenn er in 1, 2, 3, 4, nein. Wäre das eine Tat des Kufrs, würde es keine 1 und keine 2 und keine 3 geben. Sondern die Tat ist an für sich Kufr. Okay? Das heißt, man darf nicht einen Unterschied machen zwischen viel und wenig. Weil die Tat an für sich, wer Allah, wal-iyadu billah, mit einem Wort beschimpft, was ist sein Urteil? Er ist Kafir. Und wenn er ihn jetzt mit 1000 hässlicheren Wörtern beschimpft, ist er auch Kafir. Weil die Tat an für sich Kufr ist. Anders ist es bei einer Sünde. Hier kann eine Person zum Beispiel einmal den Alkohol trinken, er ist ein Sünder, und er kann ihn trinken bis zu seinem Lebensende. Solange er das nicht als erlaubt sieht, ist er ein Muslim. Er sagt, möge Allah mir verzeihen, ich weiß, ich bin falsch, möge Allah mir verzeihen. Dieser ist kein Kaffee. Aber wenn er auch keinen einzigen Schluck Alkohol trinkt in seinem Leben, aber er erklärt den Alkohol für erlaubt, was ist er? Ein Kaffee. Der eine trinkt bis zu seinem Lebensende, subhanallah, der ist Muslim. Und der andere hat keinen einzigen Tropfen Jim Beam oder Raki oder was auch immer du willst getrunken, aber er glaubt, das ist halal, erlaubt, dieser ist ein Kafir. Weil eine Sünde niemals einen ungläubig macht, außer dass man sie für erlaubt erklärt. Ich wiederhole, weil eine Sünde niemals einen Ungläubigen, einen ungläubig macht, außer durch das für erlaubt erklären. Das ist der Unterschied. Das heißt, das Argument ist futsch von denjenigen, die sagen, in der Gesamtheit, wenn die Scharia da ist, aber im Einzelnen, nein, es gibt kein viel und wenig. Entweder ist die Tat an für sich Kufr oder sie ist eine Sünde, eine Masia. Und hier bei der Sünde wird er nur ein Kafir, wenn er diese für erlaubt erklärt. Das ist der Unterschied. Nein. Zweites Scheinargument. Die Gesetzgebung ist Schirk und daher wird man zum Kafir, denn wenn er Gesetze erfindet, so wird er automatisch zum Gesetzgeber und er hat sich Allah zur Seite gestellt. Das hören wir auch als Scheinargument, denn sie sagen, in al-hukmu illa lillah, das Urteil gehört nur Allah. Das Urteil gehört nur Allah, das nehmen wir von euch an, das andere nicht. Warum? Die Gesetzgebung ist Schirk. Okay, wo ist euer Beweis dafür? Sagt man, ist doch klar, er macht Gesetze neben Allah. Tay. Belassen wir es dabei, ohne euch anzugreifen. Was sagt ihr über den Bildermacher? Der Bildermacher, der die schwerste Strafe bekommen wird, Yawmul Qiyam. Der Bildermacher erschafft nämlich etwas und versucht, die Schöpfung Allahs nachzuahmen. Richtig oder nicht? Hier kann ich sagen, das war nicht meine Absicht, weil er hat es getan. Und in einer heiligen Überlieferung bei Bukhari sagt Allah subhanahu wa ta'ala, man azlamu mimman dhahaba yakhluku ka khalqi. Und wer ist ungerechter als jemand, der etwas erschafft, wie ich erschaffe? Was ist jetzt jemand, der erschafft, wie Allah erschafft? Auch ein Muschrik? Wer hat das gesagt von den Gelehrten? Welcher Gelehrter hat ihn vom Islam ausgeschossen? Niemand. Der eine macht Gesetze, macht sich zum Gesetzgeber, der andere macht Bilder und macht sich zum Erschaffer. Wenn wir keinen Beweistext haben, und den könnt ihr mir gerne bringen, dann können wir nicht sagen, das eine ist Schirk und das andere nicht. Nein, sondern wir haben doch klar gehört, liebe Geschwister, dass das eine genauso eine Verletzung vom Tauhid ist. Das geht um die Rububia, um die Herrschaft von Allah. Er erschafft. Er erschafft, ja. Und der andere macht Gesetze, Hakimiyah. Er macht Gesetze neben den Gesetzen Allahs. Das kann man nicht sagen, wenn es keinen Beweis dafür gibt, dass dieses der große Schirk ist. Dann kommen Sie mit der Aussage, derjenige, der ein Ungerechter ist, ist ein Parut und damit ein Kafir. Das Wort ungerecht mag sein, dass einer ungerecht ist, aber bedeutet zwangsläufig, dass wenn jemand ein Parut ist, dass er ein Kafir ist? Antwort nein. Antwort nein. Warum haben Sie ihn zum Kafir erklärt? Weil Ihre Annahme falsch ist, dass derjenige, der ein Parut ist, automatisch ein Kafir ist. Erstmal, Parut kommt von Tara. Tara bedeutet, dass man etwas überschreitet. Und diese Leute überschreiten in verschiedenen Dingen, wal-iyadu billah, die Gesetze Allahs azza wa jalla. Und sie begeben sich in eine Stufe, wo Allah subhanahu wa ta'ala zornig auf sie ist. Ohne Frage. Aber ist jeder Parut ein Kafir? Das heißt, der überschreitet, jetzt die Grenzen Allahs überschreitet, indem er zum Beispiel viel Unrecht macht. Ich rede jetzt nicht über alle Sachen. Indem er viel Unrecht macht, viele Leute tötet, Übles anstellt, die Leute in Schrecken versetzt. Wollen. Ohne Zweifel, dieser ist ein Ungerechter. Aber ist er ein Kafir? Höre, was Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte. Er sagte, die Beschreibung als Tarut bedeutet nicht unbedingt, dass der Betreffende ungläubig ist. Ich wiederhole, die Beschreibung als Tarut, einer kann Tarut sein. Er kann
ungerecht sein, wir hören gleich ein Beispiel, bedeutet nicht unbedingt, dass der Betreffende ungläubig ist. Und jetzt hören wir einen Beweis, ganz klaren Beweis, liebe Geschwister. Zuvor noch den Ijma' von Ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala, in Tamid. Er sagt, وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْجَوْرَ فِي الْحُكْمِ مِنَ الْكَبَارِ لِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ عَالِمًا بِهِ. Die Gelehrten, sagt er, sind sich einig, Ijma', dass Ungerechtigkeit in der Herrschaft, im Urteil eine große Sünde für diejenigen ist, die dies wissentlich tun. Wollen wir ein Beispiel dafür hören? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi hört, was die Leute über ihn sagten. Al-Tirmidhi überliefert in seinen Sunan an Hisham ibn Hassan. Hisham ibn Hassan sagte, أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. Er sagte, sie haben versucht, die Anzahl zu erfassen, die Al-Hajjaj gefangen genommen und getötet hat. Höre jetzt zu. So hat das eine Zahl erreicht von 120.000 Menschen. Allahu Akbar. 120.000 Menschen. Allahu Akbar. War das ein Monster? Das war eine Person, der wie Wasser trinken Blut vergossen hat. Stell dir vor, einer trinkt 3-4 Liter am Tag, so hat er Blut vergossen. Wer? Al-Hajjaj. So hat er Blut vergossen. Dieser war ungerecht und hat Sahaba getötet. Sahaba. Höre, was Omar ibn Abdulaziz sagte in Tarikh Dimashq. Er sagte, wenn die gesamten Nationen miteinander konkurrieren, wetteifern, im Üblen, ja, wer hat das Übelste in einer Nation gemacht? Und Hajjaj, Al-Hajjaj ist von unserer Ummah, so würden wir die anderen im Übel mit den Taten weit überwältigen. Wir würden jeden toppen. Mit wem? Mit Al-Hajjaj. Er war nicht gut für die Leute. Er war nicht gut für die Leute. Und nicht für deren Angelegenheiten in der Dunya und nicht in der Akhir. 120.000 Menschen hat er getötet. Wasser trinken war für ihn leichter. Blutvergießen war für ihn leichter als Wasser zu trinken. Er war ungerecht und er hat Worte des Kufr gesprochen. Wir brauchen nicht alles zu erwähnen. Ibn Omar und Anas radiallahu anhu haben hinter ihm gebetet. Ibn Omar, der eifersüchtige Sohn von Omar ibn al-Khattab, Asadus Sunnah, Asadus Sunnah. Kein Khariji, kein Takfiri, aber trotzdem Asadus Sunnah. Was heißt das, er hat hinter ihm gebetet? Überlieferung bei Al-Bukhari. Dass er nicht als Kafir von ihm bezeichnet wurde. Dass er nicht ihn als Kafir gesehen hat. Deswegen hat Ibn Omar radiallahu anhu hinter ihm gebetet. Und Anas ibn Malik radiallahu anhu, wer war Anas ibn Malik? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Rabbahul Mustafa wa kafa. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Auserwählte, hat ihn erzogen und das Reich. Er ist im Hause von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam groß geworden. Anas ibn Malik radiallahu anhu betete ebenfalls hinter Al-Hajjaj. Und jetzt, die meisten Gelehrten von den Salaf haben Al-Hajjaj nicht vom Islam ausgeschlossen. Keine Eifersucht für die Religion? Doch. Aber sie wussten, was das Urteil bedeutet. Allahu Akbar, 120.000, Allah, die Präsidenten haben heute weniger getötet und weniger gefangen genommen und weniger Unrecht gemacht. Auch wenn sie ihr Unrecht machen mögen, Allah sie recht leiten. Al-Hajjaj, 120.000, Ibn Umar betet hinter ihm? Ja. Abu Bara, ich weiß, Talus und andere haben ihn vom Islam ausgeschlossen. Richtig, Ibn Umar nicht. Anas ibn Malik nicht. Und die Mehrheit der Salafi haben ihn nicht vom Islam ausgeschlossen. Warum? Überleg mal, wenn ihn manche Gelehrte vom Islam ausschließen, Gelehrte, die auch das Wissen haben, die Dawab al-Takfir kennen, die Regel für den Takfir. Ich rede nicht über irgendeinen, der im Hinterhof wohnt und nicht mal weiß, wie man sich nach den Toiletten dann säubert. Ich rede über Gelehrte, die die Regeln des Takfir kennen. Manche haben ihn vom Islam ausgeschlossen. Das heißt, es war was da. Denn diese Leute haben Allah gefürchtet, haben nicht irgendjemanden vom Islam ausgeschlossen. Anders als unsere Leute heute. Und trotzdem 120.000, lass es 100.000, von mir aus 50.000 sein. Ich gehe nur nach den Quelltexten. Und dann. Dieser war ein Ungerechter und trotzdem haben die meisten ihn nicht vom Islam ausgeschlossen. So ist dieser. Taib Abu'l-Bara, jetzt bleibt nur noch eine Sache. Schau mal, diese Führer in unseren Ländern. Sie erlauben die Banken und sie erlauben die Spielhallen und Al-Fasad, das Unheil. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala einen jeden Einzelnen zur Rechenschaft ziehen, sage ich. Der dieses erlaubt. Aber, wenn wir jetzt über den Hukum sprechen, so unterscheiden die Gelehrten zwischen Al-Istihlal al-Amali wal-Istihlal al-I'tiqadi. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn jemand jetzt eine Bank zulässt, macht er das aus Überzeugung heraus, dieser ist ein Kafir, weil er diese Sünde für erlaubt erklärt. Aber macht er das, weil er etwas verdient und er weiß, dass er hier sündig ist gegenüber Allah, er duldet das. Pass auf, es gibt nochmal ein Istihlal Amali und Istihlal I'tiqadi. Das heißt, wenn wir sagen, er duldet das, das ist nicht, dass er das aus Überzeugung macht.
sondern das ist eine Tat von den Kuffar, ohne Zweifel, aber er wird damit nicht zum Kafir, wenn du eine Sache duldest. Stell dir vor, neben dir mach ein Paar, oder trinkt Alkohol. Heißt das, wenn du jetzt nichts redest und das duldest, weil du sonst Probleme bekommen würdest, bist du dann ein Kafir? Wer will so etwas sagen? Deswegen, diesen Unterschied muss man machen. Eine Sache zu dulden, bedeutet nicht, eine Sache für erlaubt zu erklären. Und das machen die Gelehrten, die Geschwister, denn es gibt kein Istihlal bei Taten, die an für sich Kufr sind. Wenn eine Tat Kufr ist, dann brauchst du die nicht für erlaubt zu erklären, weil die Tat an für sich ist schon Kufr. هذا والله تعالى على وعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا für eure Aussage. والله ich wünschte nur noch eins zu den Takfirisa. Ich wünschte mir, wir könnten Hand in Hand mit der richtigen Aqida zusammengehen. Aber wenn ihr uns mit Wörtern beschmeißt, zu Unrecht, das ist der Unterschied, zu Unrecht. Wir haben unsere Beweise vorgelegt, aber beweist ihr, dass wir Murji'a sind. Beweist ihr, dass wir Jahmiyyah sind. Beweist ihr, dass wir Kuffar sind. Weil für die einen sind wir das, für die einen sind wir das, für die einen sind wir das. Alhamdulillah, alles beweisen wir mit Koran und Sunnah. Und wer mich kritisieren will, das wird immer mein Manhaj bleiben. Alhamdulillah, niemals werde ich von diesem Manhaj abrücken. Aber wer damit zufrieden ist, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ich bin nicht da, um Leuten zu gefallen. Ich bin vielmehr da, um die Religion der Wahrheit zu verkünden. Möge Allah mich standfest machen und euch. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.